Hallo und herzlich willkommen zum allerletzten Teil dieser Heimatreihe. Wir haben es geschafft. Und zwar geht es um meinen letzten Tag in Togo, die Heimreise, was ich alles gekauft habe. Let's go. Wir gehen heute zum letzten Mal zum Markt. Weil heute Abend geht schon unser Flieger und wir kaufen jetzt die letzten Sachen. Es ist extrem viel los auf den Straßen. Super laut. Meine Mutter ist auch irgendwo da hinten. Und ja, so schnell vergeht die Zeit. Es ist super heiß und es läuft die Soße runter. Wir haben gerade Ademel gekauft. Zwei Tüten voll. Und mein ganzer Korb ist voll. Ja, ich warte noch auf Wechselgeld. Das ist auch immer so ein Ding. Wenn man hier zahlt, dass keiner immer wechseln kann. Und dann müssen die erst rumgehen und suchen nach jemandem, der ihnen das Geld wechseln kann. Ach so. Exakt, du lachst. Wir suchen Puder. Sie hat keins, aber sie führt uns jetzt irgendwo hin, wo es welches gibt. Wir laufen jetzt nach Hause, wir waren im Markt, ein bisschen was eingekauft, haben uns jetzt noch eine Kokosnuss gegönnt zur Erfrischung, weil es ist einfach so heiß gerade, wir schwitzen richtig. Hannes hat schon seine Ärmel hochgekrempelt und ja, jetzt ist dann der Urlaub auch schon vorbei. Möchtest du auch noch irgendwas sagen? Nee, der ist einfach nur heiß. Der ist einfach nur heiß. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad es hat. Gestern hat es voll geschüttet in der Früh. Und heute ist wieder sau heiß. Und es ist immer so, dass wenn es regnet, man irgendwie nach ein paar Stunden gar nicht merkt, dass es überhaupt regnet. Also es kühlt schon. Ja, ich weiß schon, aber also den Weg sind wir schon so oft gelaufen. Jetzt weiß ich doch, wo ich hin muss. Und dann kühlt es gar nicht so krass ab, weil in Deutschland ist ja so, es regnet und dann ist vielleicht erstmal die nächsten zwei Tage oder so kühl. Aber hier regnet es und am nächsten Tag ist es genauso heiß. Ja, man sieht auch, hier sind so ein paar Pfützen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, es hat auf jeden Fall geregnet. Und ja, jetzt geht's heim. Koffer. Fünf Koffer. Und jetzt gehen wir dann gleich los. Wir sind jetzt am Flughafen, schon durch die Sicherheitskontrollen durch. Und wir warten jetzt darauf. Warte, zeig mal, was du getrunken hast. Und Guinness. Aber mir schmeckt es gar nicht. Wir sitzen jetzt am Gate und warten darauf, dass das Boarding geht und dass wir jetzt einsteigen können und dass wir dann losfliegen können. Ich bin froh, wenn wir endlich im Flugzeug sitzen und uns erstmal ein bisschen zurücklehnen können. Und dann fliegen wir jetzt erstmal die halbe Nacht oder die ganze Nacht. Also jetzt ist 19 Uhr.
Und wir kommen so gegen 6 Uhr irgendwas, 6.50 Uhr glaube ich, in Brüssel an. Wir haben jetzt erstmal noch einen Zwischenstopp in Ghana für eine Stunde. Da wird getagt, da steigen ein paar Leute ein. Und dann fliegen wir direkt nach Brüssel. Um 6.50 Uhr kommen wir an. Und dann um 9 Uhr irgendwas geht unser Flug nach Berlin. Dann kommen wir so gegen 10.50 Uhr an. Und das ist der Plan. Also eine lange Nacht, die uns bevorsteht. Ich bin froh, wenn wir das alles hinter uns haben, wenn wir drin sitzen, wenn wir angekommen sind und dann auch unsere Koffer vor allen Dingen wieder ankommen. Das ist auch nochmal wichtig. Aber ja, haben wir irgendwelche letzten Worte von dir? Nee, wir sind jetzt zu Hause, gerade erst angekommen. Wir machen uns direkt an die Koffer, packen die Sachen aus, damit es hier nicht so groß rumliegt. Und dann holen wir uns irgendwas zu essen. Aber genau, erstmal Koffer machen. Das klingt für mich nach einem Problem von dir und nicht von mir. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich alles gekauft habe. Stunde der Wahrheit. Mal gucken, ob die Holzfigur noch lebt, beziehungsweise ob sie noch ganz ist. Mein Kleid. Die habe ich hier so zwischen ganz vielen Kleidungsschichten eingepackt und hier nochmal umwickelt. Fühlt sich gut an. Ich fand das. Ich glaube, der geht's gut. Juhu! Hat sie überlebt. Klamotten packe ich aus, zuerst das Essen. Das ist ein alter Koffer, den ich von meinem Dad bekommen habe und den schmeiße ich dann auch weg. Aber mir ist ja mein einer Koffer kaputt gegangen, beziehungsweise der wurde mir kaputt gemacht und da sind die ganzen Essenssachen und die ganzen Souvenirs und bla 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 drin. Deswegen hoffe ich, dass da auch alles heil ist. Da gucken wir jetzt mal rein. Eine Tasche, die ich mir gekauft habe zum Einkaufen. Ein Bonnet zum Schlafen mit Kentemuster. Ganz viel Braiding-Haare, so eine 6 Packungen, glaube ich. In meinem Koffer sind auch noch mal ein paar Packungen. Das ist so Haarcreme. Mit Shea Butter, 3 Packungen, Zuschaube, Stoffe und ein Outfit, was sich mein Freund hat schneidern lassen. Scharfe Paprika, unsere Akkusas. Damit duscht man. Ich habe eins in Pink und Hannes hat eins in, keine Ahnung, Braun, Gold, irgendwie so. Ah, die Giraffe ist auch heil geblieben. Die zweite Holzfigur. Ich finde die so schön. Und alles Handarbeit. Mega. Love it. Ingwerpulver. Und das hier ist eine Zutat, die ist in der deutschen Küche wahrscheinlich eher verpönt. Aber damit wird halt in Afrika und in Asien sehr viel gekocht. Und jetzt dachte ich mir, weißt du was, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und zwar ist es Glutamat. Also da muss echt nicht viel rein, einfach nur so eine Prise. Und es ist halt ein Geschmacksverstärker. Judge me, wenn ihr wollt. Aber ich habe es jetzt gekauft. Nochmal so ein Bonnet. Gewürzwürfel, mit denen auch sehr viel gekocht wird. Und meine Mutter hat mir das wärmstens empfohlen, damit die Soßen auch so gut werden wie ihre. Deswegen habe ich mir das auch gekauft. Dann so eine Schokolade, die in Togo hergestellt wird. Die wollten wir einfach mal probieren. Die war eigentlich auch teuer. Umgerechnet 2 Euro oder so. Oder 1,50 oder sowas. So sieht die aus. Die riecht ganz schön stark. In den hellen Arten dunkel. Ganz anders. Bröselig. Mhm. Gar nicht, dass die Zunge zergeht. Ne? Also man schmeckt irgendwie das Kakao drin. Mhm. Ich weiß nicht, was ja, ich meine. Und stark Kakao. Aber besser als ich gedacht hätte. Mhm. Kann man essen. Daumen hoch für die Schokolade von mir. Mhm. Und hier dann Okras. Hier ein paar Nüsse. Die schmecken so ein bisschen wie so Mr. Toms. Das sind einfach so karamellisierte Erdnüsse. Und die gibt es eben auch so in Nougatform, beziehungsweise so püriert. Das nennt sich dann Nougat. Und dann auch so wie so gebrannte Mandeln, nur mit Erdnüssen. Das haben wir einmal hier. Und wir haben auch noch eine andere Flasche, weil die werden wir auch ein bisschen verschenken, die Erdnüsse. Ich
schmecken nämlich eigentlich den meisten Leuten sehr gut. Ja, die Flasche hat es auch überlebt. Auch wieder mit so, ja, Zucker, Erdnüssen. Und hier noch ein paar Nüsse. Hier nochmal die karamellisierten Nüsse. Nochmal die Nussstangen, die Nougats. Das da, das sind Ablajo, so frittierte Kochbananen, die dann, weiß ich nicht, mit was die gemischt werden. Ist auch so ein beliebter Snack oder halt eine beliebte Süßigkeit. Ein paar Victacos. Frag einen Togolesen, was das Wunderheilmittel ist. Und er wird dir Victago nennen. Weil Victago ist so, weiß ich nicht, das Mittel für alles. Hast du Kopfschmerzen? Victago. Halsschmerzen? Victago. Bauchschmerzen? Victago. Dein Leben läuft außer Kontrolle? Victago. Und da habe ich mir jetzt auch hier so kleine Packungen gekauft. Jetzt. So eine Creme, die schmierst du dir drauf und dann wird es da irgendwie heiß. Wenn du zum Beispiel eine verstopfte Nase hast, dann kannst du dir auch so auf die Nase schmieren und dann befreit es halt die Atemwege und so weiter. Und die Leute schwören darauf. Teilweise wird es sogar getrunken, hat mir meine Mutter gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist, aber okay. Weiß ich nicht. Ah ja. Wir haben hier so einen Elefantenflaschenöffner. Und damit kann man Flaschen öffnen. Und es ist einfach ein Elefant, wie ich jetzt schon sagte. Können wir das bitte kurz appreciaten? Ist der nicht süß? Finde ich schon. Ach, nochmal so ein Gewürz. Soll anscheinend ganz gut sein. Keine Ahnung, haben wir uns aufschwätzen lassen. Ein paar Schlüsselanhänger. Dann habe ich mir auch noch so zwei Foundations gekauft. Das ist getrockneter Mais und daraus macht man dann Sugar. Also Sugar ist halt einfach so ein Frühstücksbrei. Es ist halt auch alles immer in diesen schwarzen Tüten verpackt. Also mit Plastik, Sparen und Mülltrennung und so. Ja, ganz schwieriges Thema. Ist jetzt noch nicht so angekommen. Angeblich ist es anscheinend sogar verboten, Dinge in schwarzen Tüten zu verpacken bzw. halt es so zu verkaufen. Aber trotzdem gibt dir jeder Händler immer eine schwarze Tüte mit. Und meistens dann nicht nur eine, sondern dann auch mehrere. Was ist da drin? Ach so. So wie zum Thema Doppelverpack. Guck mal. Schwarze Tüte. Blaue Tüte. Plastikding. Wir haben einfach bis heute noch Tüten aus Togo, die wir als Mülltüten verwenden. Das ist aber selbstgemachte Erdnussbutter, also nicht von mir, aber halt im Markt gekauft. Und die schaut auch richtig gut aus, finde ich. Warte, ich muss sie euch kurz zeigen. So in der Sonne und so war die richtig flüssig, so creamy, rich. Also sah richtig gut aus und ja, die schmeckt bestimmt richtig super. Und damit kann ich dann auch so Erdnussbuttersoße machen für mein Fufu. By the way, falls ihr mal sehen wollt, wie ich Fufu koche, gebt Bescheid. Ich habe schon mal ein Video dazu gefilmt, aber ich habe es dann nie hochgeladen, weil es mir peinlich war. Hier meine Ademäß, beziehungsweise ich habe zwei Packungen voll. Mehrfach eingepackt, aber die sind halt total feucht. Das riecht halt auch direkt voll stark danach. Ich kann euch den Geruch nicht beschreiben, weil es riecht einfach nach Ademäß, keine Ahnung. Ja, das wird nicht reichen. Hier so weitere Haarpackungen, diese Jutebeutel, die ausschauen wie Geldbeutel, finde ich richtig cool. Kann sie hier so aufmachen und dann ist es einfach ein Jutebeutel. Und dann hast du hier vorne auch nochmal so Taschen, wo du zum Beispiel deinen Schlüssel oder irgendwie was reintun kannst. Also ja, fand ich richtig cool. Dann habe ich noch so Kochbananen gekauft. Die sind auch ultra lang. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber guckt euch mal an, wie lang diese Bananen sind. Und noch ein Haufen scharfer Paprikas. So Habaneros, keine Ahnung, was das genau ist. Also auf Ebay würde man sagen, boah, ein bisschen. Also wir haben hier vier Töpfe voll mit Alimé.
Das muss ich dann alles noch sortieren und die verwelkten Blätter wegschmeißen und die Stängel ein bisschen kürzen und waschen und bla bla bla. Dann habe ich hier die Chilis, Habaneros, was auch immer, Goybessel einfach. Das werde ich ungewaschen einfach einfrieren. Dann haben wir hier die ganzen Fetris. By the way, jetzt fange ich schon an, ewig mit euch zu reden. Mhm. Das hat nur 500 Franc gekostet. Das war, glaube ich, auch 500 Franc. Also nicht mal ein Euro. Und das ganze Aliment hier war auch 500 Franc. Also wirklich 80 Cent oder so für so viel Zeugs. Aber es ist halt wie Spinat, ne? Also du kochst das und es geht so krass ein. Dann haben wir hier die Süßkartoffeln, Maniok. Genau, auf jeden Fall habe ich hier drei ETs und damit kann ich dann so Coleco machen. Also wie so Pommes, dass ich die schneide und frittiere. Oder ich kann Tekor machen, also dass ich die einfach schneide und dann wie Kartoffeln koche. Und dann gibt es da auch so eine würzige Tomaten-Eisauce. Schmeckt richtig gut. Die kocht man dann, die werde ich dann auch schneiden und die kann man dann auch frittieren und einfach so essen. Oder man kann sie auch kochen, aber ich mag die frittierte Version lieber. Und das ist die Ausbeute, die Essensausbeute aus Togo. Wie ich das jetzt alles hier in unseren Gefrierschrank reinbekommen soll, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ach Hannes, du hast schon aufgeräumt? Ja. Oh, danke auf jeden Fall. Also mir wird heute auf jeden Fall nicht langweilig, weil ich habe ganz viel zu tun. Ich muss die ganzen Sachen waschen, sortieren, schneiden, bla bla bla. Hab noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber wir schaffen das. Und dann habe ich hoffentlich ein paar Wochen lang richtig geiles afrikanisches Essen zu Hause. Okay, ich hole mir jetzt einen Döner und, oder wir holen uns jetzt einen Döner und dann sehen wir uns einfach später wieder. Ich sag's euch, das war voll die Arbeit, das Ganze zu waschen, zu schneiden, zu zupfen, keine Ahnung was. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil ich esse bis heute noch an diesen Sachen, die ich gekauft habe. Und das war's auch schon. Die Zeit in Togo ist super schnell vergangen und ja, ich bin einfach froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass ich so viel lernen durfte und so viel mitnehmen konnte, physisch, aber auch eben so an Erfahrungen. Ich fühle mich jetzt auch schon viel mehr verbunden zu Togo. Es war so, so wichtig, dass ich diese Reise gemacht habe und ich bin auch so froh, dass ich es gemacht habe und dass Hannes auch mitgekommen ist und dass er mich da auch so unterstützt. Insgesamt eine positive Erfahrung. Ist meine Identitätskrise jetzt gelöst? Weiß ich nicht. Aber ich fühle mich wohl damit, so zwei Welten mein Zuhause zu nennen. Weil in Togo fühle ich mich auch zu Hause, habe ich gemerkt. Trotzdem habe ich gemerkt, es gibt Dinge, die habe ich da einfach noch nicht so. Ich habe noch kein richtiges soziales Netzwerk und manchmal, ja, habe ich mich einfach schwer getan mit den Bräuchen, mit der Sprache. Und das sind einfach so Aspekte, an denen kann ich noch arbeiten und das kann auch besser werden mit der Zeit. Aber ich habe mich echt nicht fremd gefühlt oder so, sondern ich habe schon gefühlt so, okay, ja, das ist so meine Heimat, so da komme ich irgendwo her. Bin ich sehr froh darüber, dass es so war, weil ich hatte Angst, dass ich hinkomme und mich total fehl am Platz fühle. Und so war es gar nicht. Es war wirklich schon sehr natürlich und ich habe mich da auch gut aufgehoben gefühlt. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch gefreut, als ich wieder in Berlin war, wieder in meiner Wohnung war und so wieder meinen eigenen Alltag hatte. Und dann habe ich gemerkt, so, weißt du was, ich fühle mich hier auch wo, ich fühle mich hier auch zu Hause. Ich glaube, es ist auch okay, man muss sich auch gar nicht entscheiden. Man kann sich auch an zwei Orten zu Hause fühlen. Und das ist so mein Fazit. Ich fühle mich in beiden Orten zu Hause. Ich fühle mich in Togo zu Hause, ich fühle mich in Berlin zu Hause und das ist okay so. Und damit bin ich frei. Das war es auf jeden Fall mit dieser Reihe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch Togo zu zeigen, euch zu zeigen, was ich erlebt habe, unsere Sprache, unsere Kultur. Und ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant für euch. Aber auf der anderen Seite ist mir auch aufgefallen, dass ich ja kein Vlogger bin.
und dass ich eher solche Videos wie jetzt, wo ich einfach so sitze und rede, dass ich die ein bisschen vermisst habe und deswegen freue ich mich auch schon auf den Content, der jetzt in Zukunft kommen wird und ich habe schon ein bisschen was vorgedreht, deswegen es wird auch was kommen. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr euch diese Videos angeschaut habt und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf den neuen Content, der jetzt dann kommen wird und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, hoffe ich doch. Okay, bis dann.